nächsten Durchgang kaufen wir uns dann, wenn sich's ausgedacht, den Baumwolch hier vielleicht. Glaube nicht. Bitte? Hab nicht, dass ich das ausgehe. Ah, okay. Dann muss ich, wir brauchen jetzt eine Presse, 60.000. Mhm. Den Schafstall, die Schafe. Ja, dann könnten wir schauen, wie viel überbleibt, ja. Ob sich dann vielleicht noch dieses Seegruber-Kombi ausgeht. Eben, wenn es das ausgeht, dann könnte man schon beginnen, nämlich. Ja. Oh ja, ich komme, wenn so ein Upgrade dann noch die. Was für ein Upgrade? Der Wickler, der nicht stehen bleiben muss. Haben wir später auch viel Zeit. Ist das wirklich? Alter, so viel habe ich da auslassen. So, weil das aufs andere Land rüber geht. Es geht aufs andere Land rüber. Okay. What the fuck? Ich glaube nämlich immer, dass das. Dass das der Mittig-Waderballen ist. Was? Diese Kombi, die nicht stehen bleiben muss. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist der mit. Der macht auch Rundballen, der nicht stehen bleiben muss. Okay. Welche ist denn das leicht? Ich weiß nicht, wie der heißt. Gewalt irgendwas. Der ist sehr teuer. Nein, es geht. Aber auch so. 1000 oder um. Wenn nicht sogar billiger, weiß ich nicht. Wie so lange her? Wenn wir dann später auf richtigen Grasfeld haben, sehen, dann musst du ja doppelte rechnen, doppelte so oft Stehzeit. Ja. Füllsmäßig ist dein Traktor besser für die. Für die Mähtechnik. Aber dann hat mehr PS. War da trotzdem nur mit 11 km/h oder so rauf. Den Berg fahre ich auch, habe ich zuerst gesagt, mit 8 oder 4 oder so. Okay. Ganz steil da drüben, wenn du meinst. Nein, der bei uns jetzt rauf. 54er. Ja.
Er ist ja drüben. Ah, okay. Wir haben ja nur 55 und 54. Na, das ist jetzt nicht ganz richtig. Ja gut, jetzt haben wir auch noch 46, aber da haben wir ja vorher nicht. Hätte man nicht zuerst vielleicht abholzen sollen, dass wir dann auch da drüber mähen können. Das würde ich sowieso für die Schafe lassen, oder unten. Achso, dass wir das jetzt gar nicht machen. Nein, ich würde das nur für die Schafe lassen. Okay. Hier wieder alles Silage und dann unten. Mhm. Ja. Ich meine, ja, wir können dann einmal drüber mähen. Oder können wir die Bäume auch stehen lassen? Wir müssen dann schauen, wo wir den Schafstall hingeben und so. Ja. Planen. Weil jetzt, ich meine, jetzt bauen wir ja den Schafstall noch nicht hin. Das heißt, jetzt könnten wir noch einmal abmähen. Das wäre dann quasi verlorenes Kapital, wenn wir das nicht machen. Ja, aber wir brauchen ja dann Ballen für die Schafe auch. Gut, da können wir ja was liegen lassen. Ich würde alles dort aus Ballen machen, dass wir dann gar nicht mehr, dass wir das dann immer mitmachen können. Was will man? Yay, aber jetzt. Schau, wir mähen ab. Wir müssen sowieso vorspulen, dass die Silageballen gemacht werden, dass das Gras wächst. Und derzeit wächst das Gras ja auch wieder dort. Yay, aber ich würde trotzdem alles pressen für Grasballen. Gut, dann mal die Maschine ja noch nicht. Aber die könnten wir uns ja leisten. Wir kaufen sie uns ja nicht, falls sie ein Angebot kommt. So, okay, jetzt verstehe ich dich. Weil dann haben wir genug Grasballen schon auf Reserve, dass wir dann später das auch als Silage verwenden können da unten. Mhm. Aber ich würde die Bäume auch generell stehen lassen, weil dann wissen wir, wo die Bäume stehen und können rundherum fahren. Ja. Weil sonst haben wir die Stoppeln wieder und die sehen wir nicht und fahren wieder 15 Mal dagegen. Dann würde ich lieber die Bäume lassen, weil die sehen wir. Ja. Und ich fahre besser gleich drumherum und lasse halt ein bisschen was rundherum stehen. Mhm. Na gut. Na gut. Aber weißt du was, Mann? Weil dann haben wir, weiß ich nicht, wie viele Ballen sich da ausgehen werden. Ja. 30 Ballen auf Reserve. Und wir brauchen uns um die Grasballen dabei keine Sorgen machen, sondern können dann einfach immer Silage auch dort unten machen. Bis wir merken, hoppala, es wird weniger, dann... Dann machen wir wieder einmal Gras oder so. Aber dann haben wir eh die ganze Fläche auch zur Verfügung, also... Ja, stimmt. Aber ja. So der Plan. Also die ganze Fläche. Was kommt denn dann wieder weg? Okay, und ich dachte, wir könnten jetzt... noch das für Silage verwenden, weil wir da mehr Money haben, weißt? Und dann im nächsten Durchgang, wo wir den den Schafstall hinbauen, können wir dann sowieso abmähen. Das wäre meine Idee gewesen. Können wir auch machen. Weil das ist ja auch wieder nachgewachsen, weißt du? Können wir auch machen. Nein, wie du magst. Ja, können wir auch machen. Oder du bist eben schon für die Schafe vorbereitet. Nein, können wir auch machen. Dann beginnen wir halt dort unten dann gleich. Mhm, als erster, ja. Wie viele Runden fahrst du? Noch drei? Ja, ich werde noch eine fahren. Mal vergessen. Bitte? Bäume mal vergessen. Stimmt. Das könnte ein bisschen leuchten jetzt. Ist schon überall drüber gefahren. Nein, echt? Ja, der liegt mitten in der Spur. Habe ich nicht gemerkt. Ja. Weiter.
Na bummst du, da musst du ordentlich noch am Kader basteln. Weil? Du hast schon 539 Punkte gemacht, hast du immer noch. Schon oder nur? Nur. Bei den Punkten noch viele Spieler gar nicht. Hattest du dann Geld oder was? Na, aber die kosten ja gleich alle viel, die im Transfermarkt sind. Und am Transfermarkt sind ja auch nicht so viele. Die kosten auch nicht. Ich habe gestern einen um 200.000 gekauft und einen um 400.000. Okay. Kommen ja jeden Tag neue. Ah, jeden Tag? Okay. Ja. Ich glaube, da schaue ich noch viel zu wenig rein. Und Dominik hat mit den 1 Salzburg jetzt schon einen guten Griff gemacht. Das hat gleich 6 Millionen gekostet, aber punktet wie deppert. Wir haben alle über 1200 Punkte gemacht, außer du hast 500. Aber die Punkte halt, wie gesagt, 5 Leute gleich nicht. Aber ich habe eigentlich auch gehabt, dass ich die Runde verlieren werde. Weil der eine Lustenauer hat sich ja gleich verletzt, er hat gar nicht gespielt, meine Stimme. Und der eine ist verletzt nach 5 Minuten rausgegangen. Hat's der restliche Kader gut aufgefangen? Der Fadinger hat's die Runde aufgerissen. 670 Punkte. Deppert. Weiß nicht, was der gemacht hat. Fußballspiel. Ja, aber ordentlich. 670 hat noch nie ein Spiel bei mir gemacht. Weiß ich mal. Oh ja, Index. Ja, Lukas Fadinger, 819 Punkte für mich erzielt, der zweite 445. Sollen unten mit die Bahnen an, oder? Oben. Oben. Ich mach's da quer rüber. Da quer, okay. Hm? Passt? Passt nur der Spur folgen. Ja, passt. Da. Bist du schon hinter mir wieder? Bei dir? Nein. Den durch dich nicht vor mir. War jetzt gleich 54 runter wieder. Ah, okay. Also plötzlich, du bist vor mir. Lost. Ah ja, ich sehe dich. Vielleicht eh nicht so dumm, weil dann müssen wir nicht so viel rauf und runter fahren. Nicht so steil, ja. Habe ich mir gedacht, vielleicht. Ja. Scheider Hund. Aber über 300 Ballen jetzt schon presst mit der Maschine. Mhm. Also der Ballenzähler ist schon cool irgendwie. Was ist cool? Der Ballenzähler ist so irgendwie cool. Weiß nicht. Ja. Ein kleines nettes Feature irgendwie. Du ihn jetzt ehrlich zurückgesetzt? Ja. Aber zu spät. Ah, okay. Also ich weiß auch nicht, wie viel ich schon Preis gehabt habe. 2 oder 3.
Stabber, der zieht runter 22 oder am Feld 55. Hat er sonst keine 22 bei dir? Hat er sonst keine 22 bei dir am Faden? Ja, rauf nicht. Ja, rauf nicht. Aber auf der Geraden auch nicht? Das bin ich mir jetzt nicht sicher. Bei meiner schon, auf den Geraden und so, das ist immer okay. Auch 22 gefahren, maximal. Und das bergauf halt, aber. Das wollte ich. Bitte? Okay. Was mir eingefallen ist, weil wir dann wirklich ganz große, also wieder Gras irgendwann machen auf Feldern. Und wir das mähen und nicht gleich einer hinten nach pressen muss, dann könnten wir den ganz großen Schwader nehmen, weil er würde zwei Bahnen zusammenlegen. Dann ist man dann schneller auch mit dem Pressen. Stimmt. Vor allem, wenn wir dann wirklich die Ballmaschine haben, wo man nicht stehen bleiben muss, die ist dann wirklich ein Wahnsinn dann. Die ist dann super, ja. Das ist dann wirklich viel Zeitersparnis. Mhm. Aber dass man den noch nie unterkommen ist. Weil du den noch nicht hast. Achso, wenn ihm hier zwei dabei ist, oder ja. Was? Achso, gut, dann können wir es ja nicht nehmen da. Ja gut, aber ich hoffe, dass du irgendwann im nächsten halben Jahr das kaufen wirst. Ja, ja, das schon. Ja eben, wir werden die Karte etwas länger spielen. Ja. Gut, wenn wir es schon hätten, hätten wir es ja schon gekauft. Stimmt. Oder kauft er sich Euro Truck Simulator Karten lieber, die er da nicht spielt? Sicher spiele ich die. Aber ich glaube, zuerst muss ich mir noch das Wrestling-Spiel holen irgendwann. Na lauernd. Zwei Spieler vor LS geschoben. Dann hole ich mir auch noch Baldur's Gate und Spyro. So. Manuela. Komma 5 Betriebsstunden hat er praktisch wieder. Okay. Wie viel hat er da, ne? 3,4. Aha. Das hätte ich auch wenig. Warum? Wir haben den erst letztes Mal gekauft. Stimmt.
Aber vielleicht sollten wir uns nächste Woche auch wieder mal hinter etwas schnelleren werfen, am Lenkrad mäßig. Ja, ja, nächste Woche machen wir dann wieder abwechseln. Wie gesagt. Ach, wenn es schwerfallen wird. Gut, wir machen eh nur abwechselnd zwischen dem und dem F1. Das wird schwer. Und auch ein paar Tage mit dazwischen. Stimmt. Das wäre richtig geil, so ein Traktor-Rennspiel. Bloß nicht? Ich weiß nicht. Gesehen hätte ich so aktiv nichts. Man müsste nicht mal googeln, aber bei Rennspielen ist nichts. Es gibt die ELS. Die ELS Challenge. Aber ein paar Stämme hast du abgemulcht, sehe ich da. Dass ich wüsste. Okay, dann schaut das nur so aus. Wo wäre das? Ich bin da, glaube ich, jetzt über ihn drüber gefahren. Aber dann dürftest du ihn ja nicht sehen, oder wo warst du das dann? Weil da noch irgendwas ist. Oh ja, schau mal, da siehst du noch was. Eben, dann ist ja noch einer da. Achso, dann ist der so niedrig, dass nichts auffällt. Wenn du ihn mulchst, ist er ja komplett weg. Okay. Ist das dann eigentlich wirklich weg oder ist das dann quasi so wie geschnetzeltes? Also es ist weg. Okay. Ja, so der Quer geht schon. Bitte? Der Quer geht sicher schneller. Ja. Darf ich die 17 auf jeden Fall auch? Mhm. Na, da fahre ich jetzt 11. Hinauf fahre ich 11. Siehst du, wie du mir davon ziehst? PS. Gut, ich glaube, meinen könnte man noch aufpimpen. Oh ja, den kann man noch aufpimpen, PS-mäßig. Warte, Ewak hat mehr PS als. Achso. Hast du über 200 verbraucht, glaube ich.
Allein, und jetzt vergeht die Nacht nicht schneller. Die Nacht beginnt immer erst 22. Ja. Ah, okay. Diesen Viech möchte ich nicht begegnen, Alter, was immer so den Schrei ausstoßt. Das ist eigentlich heute Afrika, Jagd. Mhm. Habe in einer Büffelherde reingeschossen und mich haben 5 Büffel attackiert. Auf oderste Sorte, dann neben mir gestanden ist. Die Hyäne machen mir Angst. Echte Hyäne? Ja. Manchmal siehst du sie ja nicht, oder? Rennen die auch manchmal gleich im Rudel von 20 oder so, du. Ah ja, genau, plötzlich hast du gesagt, realistischer ist es als... Es ist realistisch. Call of the Wild. Boah. Call of the Wild ist halt mehr wirklich für den Arcade-Gamer, der nur ballern will. Mhm. Auf der Hand. Ist auch nicht leicht, was zu erwischen. Naja, aber tausendmal leichter. Wie gesagt, also heute in einer Stunde waren 220 Tiere. Call of the Wild. Sehr gut. Nur spawnen, schießen. Und ich mache gleich 2-3. Geht halt in dem Way of the Hunter nicht. Allein schon, weil es ganz andere Bedürfnisgebiete sind. Weil das ja in Call of the Wild schießt du eins und es spawnt irgendwas anders nach. Mhm. Und Way of the Hunter nicht. Da geht das ja nach Tage, das wächst ja dort das Wild. Okay. Musst du das quasi ranzüchten, kann man jetzt sagen. Mhm. Musst du schlechten Tiere rausschießen und die guten quasi stehen lassen, damit es besser wird. Wenn du zu viele Weibchen schießt zum Beispiel, vermehren sie sich auch nicht oder langsamer. Und das hast du alles angezeigt, wenn du aus dem Zielfernrohr schaust? Was? Na, was ob angezeigt? Das ein Weibchen ist oder. Ja, ob es ein Weibchen ist oder ein Männchen. Kann man aber auch, das kann man zum Beispiel ausstellen in dem Spiel. Als Hardcore-Gamer könnte man das ausstellen. Mhm. Dass du siehst, du hast ja quasi 5 Sterne-Trophäen, ist das höchste. Wenn du es mit dem Fernglas anschaust zum Beispiel, siehst du dann, okay, was ist das für eine Trophäe? Ist es jung? Ist es erwachsen oder ist es ausgewachsen? Alles was, Koch an jetzt. Was du halt nicht siehst, ist zum Beispiel der Fitnesszustand und auf den Wert kommt es an. Mhm. Je niedriger der Fitnesszustand, desto schwächer ist das Tier quasi.
Ja klar, und das genau. Und können raus quasi. Die können raus und dann hast du auch so Caller oder nur Weibchen oder die Wachen oder eben die Starken. Weil wenn du wieder einen Starken schießt, kann es passieren, dass wieder nur Schwache nachkommen. Das heißt, du musst so immer im Gleichgewicht. Ich habe das jetzt noch nicht so intensiv gespielt. Dann kann ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungsberichte darüber sagen. Ich habe das so ein bisschen jetzt auf dieser einen DLC-Karte, wo ich schon eben die ersten Videos gemacht habe, ein bisschen getestet. Also es geht nicht so ratzifatzi, das was Ding ist. Also ein Jungtier braucht fast schon 14 Ingame-Tage, bis es ausgewachsen ist. Wow. Und wie lange ist ein Ingame-Tag? Ich glaube 5 oder 6 Stunden. Und du kannst auch die Zeit vorspulen, indem du schlafen gehst, aber in dem Sinne hättest du eh eine ganze Karte zu bewirtschaften. Mhm. Ich habe jetzt halt angefangen, dass ich mir so einen Radius, also jetzt tue ich mal alles erkunden. Aber ich habe mir jetzt schon Notizen gemacht, wo ungefähr was ist, was ich schon beobachten tue. Mhm. Sonst musst du irgendwann nicht mehr mit. Du ah, das hast du auch nicht stehen wie in Call of the Wild, dass dort ist Darm hier und dort ist das und das. Ja, oh ja. Das schon, aber du weißt, aber ich merke mir jetzt nicht, ob dort der Junge dabei war oder der Ausgewachsene oder der. So. Mhm. Weil das musst du dir halt ungefähr merken, dass du weißt. Ja. Die Gruppe kommt schon, das ist zum Beispiel auch anders in Call of the Wild, wo das Bedürfnisgebiet ist, dort sind die 100%. Mhm. Und Way of the Hunter nicht, weil die haben dann einen Radius von 50 bis 60 Metern. Und es wird noch unterschieden zwischen. Sehr oft, selten, sehr selten, ob sie dort sind. Mhm. Also du kannst 4 Tage hintereinander dort sein und es könnte zum Beispiel nicht einmal dort sein. Okay. Aber so auch von, halt, man merkt halt auch, grafisch ist es ganz anderes nochmal. Geräusche, Kulisse und hört sich halt wirklich an, würdest du im Wald gehen, wenn die weglaufen dann. Das ist Knacken und. Mhm. Okay. Ich würde auch eben nicht sagen, dass es schwerer ist als Call of the Wild, weil. Gibt ja noch dann eine ganz, ganz leichten Schwierigkeitsstufe. Wo ich jetzt nicht weiß, was da alles dabei ist, aber es ist in der Hinsicht nicht so wie Call of the Wild, weil du eben nicht so viel in so kurzer Zeit schießen könntest. Mhm. So ist es, jetzt habe ich den PC eigentlich schon längere Zeit. Jetzt ging es. Noch kein einziges Mal gespielt jetzt auch. Was denn? Das Call of the Wild. Achso, haben wir es eh gespielt, ging es nicht, oder was? War glaube ich noch am alten PC. Ja, aber es ging ja. Hand Showdown haben wir gespielt. Ja, yeah, aber ich konnte es nicht aufnehmen oder streamen. Ach so, okay. So meinte ich das. Oh, jetzt habe ich's. Was geht denn jetzt? Du weißt so, was so. Fast.